guten Abend, meine Damen, die heute in der Überzahl sind, so gefühlt, was mich sehr freut und ehrt, aber natürlich auch die Herren. Herzlich willkommen, mein Name ist Stefan Meyer. Ich bin der Salongastgeber und Wirt des Café Luitpold. Und der Abend ist so ein bisschen ein Versuchsballon. Und ich muss sagen, schon jetzt ist aus meiner Perspektive alles perfekt gelaufen. Sie füllen unseren Palmengarten. Es ist eine gute Stimmung, wie ich wahrnehme. Sie genießen schon viele Vorzüge, die wir im Alltag hier bieten. Und jetzt bieten wir Ihnen heute Abend eine neue Dimension, weil wir bisher eigentlich auch so ein bisschen als Abgrenzung zum Literaturhaus nebenan uns eher auf Sachbuch, Philosophie und Politik konzentrieren, ein bisschen bildende Kunst. Aber ein wunderbarer Stammgast, Herr Christian Gohlke, der zweite Herr von rechts mit der Krawatte, ist mir immer wieder aufgefallen, weil am ersten Stehtisch vorne rechts an der Schokoladenwand saß, sehr oft, regelmäßig mittags. Wir haben uns immer wieder mit Blicken begegnet. Er war immer wieder auch in Begleitung von einer wunderbaren Dame, die ich heute vermisse. Brasilien, Mist. Irgendwann waren die beiden dann auch im Salon und haben mich angesprochen und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Und dann, wie dieses Leben so spielt, kam eines Tages die Idee von Herrn Gohlke: Sie machen doch so tolle Salons, ich hätte auch so eine Idee. Und da sind wir jetzt. Und es ist nicht der einzige oder die einzige Idee, sondern das ist erst der Auftakt. Herr Gohlke hat mir eine ganze Pipeline von tollen Salon-Ideen geliefert. Eine zweite steht auch im Programm, im Februar, glaube ich, März. Da geht es um Faust 2 und Blockchain. Auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Und Herr Gohlke ist Literaturwissenschaftler, er ist an der LMU hier in München ausgebildet worden. Er hat Literaturwissenschaft, Mediavistik und Theaterwissenschaft studiert. Er ist aktuell, was seine ganze Bandbreite zeigt, auch Pressesprecher des Tölzer Knabenchors. Auch da hat er mir einen Vorschlag dazu gemacht. Mal schauen, ob da noch was kommt. Dann ist er bei der UCB Leiter für den Bereich Deutsch und Literatur. Studenten sind anwesend. Da muss er auch ein guter Lehrer sein. Er lehrt auch an der Hochschule München für angewandte Wissenschaften und schreibt unter anderem auch für die NZZ. Herr Gohlke, Sie dürfen durch den Abend führen, stellen die wunderbaren Protagonisten vor und ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Abend, organisatorisch noch ganz kurz, weil ich viele neue Gesichter sehe, was mich sehr freut. Wir pflegen den Brauch, dass wir einen ersten Teil von circa 60 Minuten das Podium, den Raum überlassen, sprich die Diskussionen, die Argumente werden hier oben ausgetauscht und dann kommen Sie zum Zug. Wir wollen immer so eine diskursive Schlussrunde, in Anführungszeichen, wollen Sie mit einbinden und mein Ziel ist eigentlich immer, dass Sie mindestens mit einem Fragezeichen beschenkt werden. Also wenn jeder von Ihnen ein Fragezeichen mit nach Hause nimmt, dann bin ich glücklich und Sie, Herr Gohlke, auch. Aber es kann natürlich auch eine Antwort sein, nicht nur ein Fragezeichen. Wunderbar. Ich freue mich auf einen wunderbaren Abend, wünsche Ihnen Unterhaltung, Anregung, eine gute Zeit und wir hören uns in circa 16 Minuten wieder. Viel Spaß. An. Das da funktioniert. Ja, Herr Meyer, ganz herzlichen Dank für die schöne Einführung. Vielen Dank für die schöne Einführung, Herr Dr. Meyer. Meine Damen und Herren, ich übertreibe wahrscheinlich nur ganz wenig, wenn ich behaupte, dass zu dieser Stunde nirgendwo auf Erden, auf so engem Raum, eine so große Fontane-Kompetenz sitzt, wie hier im Moment im Café Luitpold. Denn zu meiner Rechten begrüßen wir Frau Dr. Christine von Brühl, die über Tschechow promoviert hat, aber seit einigen Jahren als freie Autorin und Schriftstellerin in Berlin gelebt hat, mehrere Bände vorgelegt hat über die Preußen
Und zuletzt, das ist der Hauptgrund, weshalb wir Sie heute eingeladen haben, zu unserem Thema Die Frauen bei Theodor Fontane. Herzlich willkommen, Frau von Brühl. Und zu meiner Linken sitzt Frau Gabriele Radeke. Und ich möchte sagen, dass Frau Dr. Radeke ihr Leben Fontane gewidmet hat. Sie hat über Fontane promoviert, über L'Adultera. Und sie ist mittlerweile die Leiterin der Fontane-Forschungsstelle an der Universität zu Göttingen und Mitherausgeberin der großen Brandenburger Fontane-Ausgabe. Und auch von ihr ist jüngst ein Buch erschienen, das Sie vorne am Büchertisch sehen, zu den Frauenporträts Fontanes in den Wanderungen durch die Mark Brandenburg. Herzlich willkommen, Frau Radeke. Und ich begrüße ganz herzlich Herrn Begemann, der hier in München an der LMU Professor für neuere deutsche Literatur ist und einer der besten Kenner der realistischen deutschen Literatur. Storm, Keller, Rabe, Stifter, nichts ist Herrn Begemann fremd. Er hat sich über das Werk von Adelbert Stifter habilitiert und jüngst einen exzellenten Aufsatz über Effi Briest publiziert. Herzlich willkommen, Herr Begemann. Ja, die gesittete Welt feiert in diesem Jahr den 200. Geburtstag Theodor Fontanes. Sie wissen, der ist 1819 in Europin bei Berlin auf die Welt gekommen und er selbst hat einmal von sich gesagt, ohne Vermögen, ohne Familienanhang, ohne Schulung und Wissen, ohne robuste Gesundheit bin ich ins Leben getreten, mit nichts ausgerüstet als einem poetischen Talent und einer schlecht sitzenden Hose. Dieses poetische Talent war freilich enorm, es hat allerdings ziemlich lange gedauert in Fontanes Leben, bis es zur Entfaltung gelangt ist. Er hat zunächst, wie sein Vater, eine Ausbildung zum Apotheker gemacht, war dann in Berlin in den literarischen Zirkeln tätig und wollte schon relativ früh sein Leben, wie er gesagt hat, ganz auf den Vers stellen, also als freier Schriftsteller leben. Das ist ihm mehr schlecht als recht gelungen. Er hat Balladen publiziert, früh auch eine erste Novelle. Er war dann Zeitungskorrespondent in London, hat 1850 geheiratet und die Familie, die immer größer werdende Familie, hat sich mit Mühe und Not von Fontanes Schreiben ernährt. Sehr spät erst, Fontane war schon fast 60 Jahre alt, erschien sein erster großer Roman. Das ist gewesen 1878 Vor dem Sturm und dann erschienen innerhalb von 20 Jahren, Fontane ist 1898 gestorben, in erstaunlich rascher Folge seine großen Novellen und Erzählungen. Das sind insgesamt 17 Stück. 7 enden mit einem Suizid, 4 mit einem Mord, 4 mit dem Tod eines ganz jungen Menschen und 6 dieser epischen Arbeiten tragen den Namen einer Frau im Titel, nämlich Grete Minde, Cécile, Stine, Jenny Treibel, Effi Briest und Mathilde Möhring. Wobei auch in den anderen Fontane-Werken die Frauen eine ganz zentrale und wichtige Rolle spielen. Wie kommt das eigentlich? Woher dieses große Interesse Fontanes an den Frauen? Das ist eine der Fragen, die uns heute beschäftigt. Aber zum anderen interessiert uns eben auch, welche Frauen waren wichtig in Fontanes Leben? Frau Radeke, können Sie uns etwas sagen über die Frauen in Fontanes Leben? Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, Fontanes Frauen in seinem Leben, da gibt es eine ganze Menge. Ich möchte jetzt nicht mit der Ehefrau und auch nicht mit der Tochter Martha beginnen, sondern ich beginne mit der Schwester Elise. Denn Elise Fontane, die viel jünger war als er, lebte in Neuruppin und hat ihm sehr, sehr viel Material zukommen lassen für die Wanderung durch die Mark Brandenburg. Sie war eine der wichtigsten Helferinnen für Fontane und ist eher etwas unbekannt. Ansonsten sind seine Ehefrau zu nennen, Emilie Fontane, seine Mutter, ebenfalls Emilie, und seine Tochter Martha. Frau von Brühl, diese Frauengestalten, wie standen denn die zu Fontane? Gab es da große Liebschaften, intime Freundschaften? Können Sie uns darüber ein bisschen was erzählen?
Ja, Fontane hat ein sehr intensives Verhältnis zu seiner Frau, seiner Mutter, seiner Schwester. Er tauschte sich regelmäßig mit ihnen aus. Es gibt einen umfangreichen Briefwechsel, auch den er mit seiner Tochter Martha führte. Martha, die er ausgesprochen liebte, er nannte sie Mete und sie hat sich Zeit seines Lebens eine Tochter gewünscht. 7 Kinder kamen auf die Welt, 4 erreichten das Erwachsenenalter, davon eben nur ein Mädchen, das war Martha. Und Martha begleitete ihn natürlich von Anfang an. Seine Ehefrau hat er naturgemäß erst kennengelernt, als er schon ein Heranwachsender war. Und er konnte gerade an Marthas Biografie sehen, wie ungerecht eigentlich die Frauen behandelt wurden im 19. Jahrhundert, was für ein einseitiges Bild man von ihnen hatten, und anhand von Martha konnte er auch sehen, wie schief das alles laufen kann. Sie war ausgesprochen gut ausgebildet, sie besuchte die Schule, sie lernte tanzen, sie lernte Klavierspielen, sie lernte Französisch, und im Alter von 10 Jahren, als die kleine Mete 10 Jahre alt waren, schickten die Eltern sie einhellig für ein ganzes Jahr nach London, wo sie dann eben bei der Familie Merrington lebte, Freunde von den Fontanes, und ja, fließend Englisch lernte. Sie kam zurück nach Berlin, ging dort wieder in die Schule, besuchte dann auch die höhere Töchterschule und wurde dann Lehrerin. Sie hatte genau 2 Chancen, Lehrerin oder Erzieherin hätte sie werden können. Und dabei galt sie als einer der bestausgebildetsten Frauen, denn das preußische Bildungssystem war damals das Beste im deutschsprachigen Raum, was man bekommen konnte. Und was geschah? Im Grunde hätte sie heiraten sollen. Das wäre das gewesen, was man von ihr erwartet hätte. Das wäre das gewesen, was gesellschaftlich unterstützt worden wäre. Das hat sie nicht getan, nicht gleich zu Beginn. Und ja, wie es mit ihr zu Ende ging, können Sie ja an vielen Stellen lesen. Sie beide sprechen jetzt von den Frauen in Fontanes Leben auch als Lieferantinnen für Stoffe, die er verarbeitet hat. Welche Rolle haben denn die Frauen dort gespielt? Sie haben, glaube ich, in Ihrem Buch auch die Mathilde von Rohr erwähnt. Sie sind auch darauf eingegangen, dass Fontane immer wieder durch Freundschaften angeregt wurde, Stoffe gesammelt hat, die er dann später in seinen Dichtungen aufgegriffen hat. Können Sie uns dazu vielleicht noch ein bisschen etwas sagen? Welche Rolle haben die Frauen gespielt für Fontanes Werk als Ideengeberinnen, als Stofflieferantinnen? Ja, in meinem Buch gerade dadurch sind sie mir lieb. Theodor Fontanes Frauen, was Sie heute hier auch erwerben können, gerne signiere ich es, wenn Sie es nachher kaufen wollen. Dr. Meyer hat freundlicherweise einen ganzen Stapel von Büchern besorgt. In meinem Buch gehe ich ausdrücklich eben auch auf Frauen ein, aus Fontanes unmittelbarer Umgebung, die nicht zu seiner Familie gehörten, mit denen er nicht verwandt war. Was ja eigentlich noch faszinierender war, denn ein Mann des 19. Jahrhunderts in Freundschaft mit Frauen, das eine ist Henriette von Merkel, die Witwe eines seiner Schriftstellerkollegen, das andere ist eben genannte Mathilde von Rohr, eine Stiftsdame, die anfangs in Berlin wohnte, gar nicht weit vom Brandenburger Tor, später dann ins Stift einrückte, wie man das so nannte, wie das damals so war mit den Stiftsdamen. Und nicht zuletzt Emmy Dankwerts, eine der Diakonissen der ersten Stunde. Sie lernte noch bei Pastor Theodor Fliedner persönlich in Kaiserswerth in Düsseldorf. Die unterrichtete Theodor Fontane als junger Mann in Pharmazie, und auch sie ging in sein Werk ein, in dem er sie eben erwähnt, ausführlich in seinen Jugend- und Studentenerinnerungen. Und das Interessante ist, dass er eben ein ganz tolles, enges Verhältnis, ein sehr unbedarftes, ein sehr freundschaftliches und liebenswürdiges Verhältnis zu diesen Frauen pflegte. Das ist natürlich bei Frauen, mit denen er nicht verwandt war, besonders interessant. Ja? Mathilde von Rohr hat auch mit ihm innigst korrespondiert. Auch da gibt es einen umfangreichen Briefwechsel, hervorragend herausgebracht und ediert im Aufbau Verlag, wo auch mein Buch erschienen ist.
Und diese Briefe zeugen eben von einer großen Nähe. Er erzählt ihm ja auch von seinen Eheproblemen und er fragt auch immer wieder nach. Sie haben mir dort da eine Geschichte erzählt. Können Sie mir die nicht nochmal genauer erklären? Können Sie mir nicht nochmal ein paar Details liefern? Und das sind eben Geschichten aus dem Adel, zu denen Theodor Fontane keinen Zugang hatte. Und diese Geschichten flossen dann in sein Werk ein, wie zum Beispiel Schach von Wuthenow. Sie werden das ja kennen, ist im Grunde eine Geschichte, die Mathilde von Rohr ihm erzählt hat und die er dann so verarbeitet hat, dass daraus dieser sehr interessante Roman geworden ist. Mathilde von Rohr hat Fontane auch gefördert. Sie hatte einen literarischen Salon in Berlin und Fontane ist durch seinen Freund Bernhard von Lepel in diesen Adelssalon eingeführt worden. Und die beiden Freunde haben dort auch erste Gedichte, erste Balladen vorgetragen, Tenzonen. Und Fontane hat in dem Nachruf über Mathilde von Rohr geschrieben, dass sie überhaupt keine Ahnung von Literatur hatte, aber immer die beiden jungen Männer sehr gerne also rezitieren hörte. Und sie war eine der wichtigsten Förderinnen für Fontane. Und sie war auch diejenige, die ihm zur Seite stand, zweimal, als er eine schwere Ehekrise hatte. Und sie war auch diejenige, der er das in längeren Briefen anvertraut hatte. Das war 1870 und auch 1876. 1876 war Fontane ja zum ersten Mal, hatte eine verbeamtete Stelle und hat das aber aufgegeben zugunsten der Literatur, des Schreibens und hat die Entscheidung alleine getroffen. Seine Frau war in der Zeit nicht in Deutschland, nicht in Berlin und er vertraut sich der Mathilde von Rohr an. Also das finde ich schon beachtlich und deswegen denke ich, dass sie auch die wichtigste Frau außerhalb der Familie für Fontane gewesen ist. Ja, und man muss ja auch immer sehen, was das für eine Zeit war. Also wir haben heute Männer vor Augen, die bei den Geburten dabei sind, die ihren Frauen helfen, die die Babys tragen, die ganz nah sind an den Frauen, die sich ganz eng austauschen mit Frauen. Das war ja damals überhaupt nicht der Fall. Das war überhaupt nicht möglich. Das war sogar ganz merkwürdig, wenn jemand so freundlich und so eng vertraut mit Frauen war, mit denen er nicht verwandt war. Auch zu seiner eigenen Tochter hatte er ja so ein enges Verhältnis. Das war ja auch ganz außergewöhnlich. Die Frauenbewegung nahm gerade dann ihren Lauf. Auch davon handelt ein langes Kapitel in meinem Buch. Die hatte einfach einen Moment des Aufbäumens kurz nach der Französischen Revolution und dann ging es wieder bergab und dann ging es aber wirklich los. Genau zeitgleich zu Fontanes Leben entwickelte sich die Frauenbewegung und so habe ich mich auch gefragt, ob er vielleicht für die Frauen der Frauenbewegung diese Bücher geschrieben hat. Aber diese Frage konnte ich ganz eindeutig mit Nein beantworten. Man sagt ja gelegentlich, Fontane sei ein Frauenschriftsteller. Aber was soll denn das eigentlich heißen? Kann man denn nachweisen, wer damals die Fontane-Texte gelesen hat und wer liest sie eigentlich heute? Ist das Publikum, das Lesepublikum vor allem weiblich für die Fontane-Texte? Man kann jedenfalls sagen, dass seine Frau seine Bücher gelesen hat und seine Tochter. Und sie waren auch meistens die Ersten. Also interessant zu wissen, die Erstleser von Fontanes Werken waren Frauen und eben nicht Männer. Ich denke, man muss differenzieren. Also sein Romanwerk ist ja zunächst in Frauen- und Familienzeitschriften erschienen und da war ganz klar, das Zielpublikum waren die Frauen. Das galt aber bei weitem nicht für die Wanderung durch die Mark Brandenburg. Das ist ein Aspekt, der in der Forschung bislang noch nicht zur Sprache gekommen ist. Die Wanderungen, die handeln nicht nur von männlichen Themen und von Männern hauptsächlich, sondern Fontane hat die Wanderungen ganz eindeutig für Männer geschrieben. Die Wanderungen sind auch in Fortsetzungen erschienen in der Presse, in Zeitschriften, in Zeitungen. Aber hier haben wir das Phänomen, dass hauptsächlich Zeitungen, Zeitschriften publiziert wurden, die ein männliches Lesepublikum hatten, wie das Johanniterblatt oder die Kreuzzeitung. Aber für die Romane, denke ich, ist es sicherlich, sind es die Frauen, für die er auch geschrieben hat. Also die Texte sind vor allem von Frauen gelesen worden, die Romane. Fontane pflegt enge Freundschaften zu den Frauen. Die Frauen liefern ihm auch den Stoff und sie sind eben in seinem literarischen Werk ganz präsent. Herr Begemann, ist das nicht ungewöhnlich für die Literatur des 19. Jahrhunderts, verglichen mit, sagen wir, Stifter, Storm, da spielen die Frauen doch bei weitem keine so große Rolle wie bei Fontane. Woher kommt eigentlich sein Interesse? Ja, also verstehen Sie, ja. Also
Man darf die anderen Autoren nicht unterschätzen in diesem Punkt. Also es gibt bei Keller, bei Storm gibt es prominente, bei Stifter auch prominente Frauenfiguren, die zum Teil in auch noch radikalerer Weise sozusagen nach vorne gehen, während Fontanes Frauen ja in der Regel gemäßigt bleiben in bestimmten sozialen Grenzen. Woher Fontanes Interesse an Frauen rührt, ist nicht mit einem Satz zu sagen. Denn dazu sind sie viel zu heterogen, also die Frauen bei Fontane gehen durch alle sozialen Schichten hindurch. Sie vertreten eine Spanne von Figuren, die an ihrer sozialen Situation zerbrechen auf der einen Seite und anderen, die sehr souverän damit umgehen, die auch sozusagen im Rahmen ihrer Möglichkeiten einen Aufstieg hinlegen. Also man kann sagen, Fontane ist kein Autor für Allsätze. Ja, also er ist jemand, der sich für das Individuelle interessiert. Das Individuelle im Rahmen von bestimmten sozialen Strukturen. Also Fontane gilt ja als eigentlich der erste soziale Romancier in der deutschen Literatur. Da ist die deutsche Literatur sozusagen folgt den Nachbarliteraturen nach, der französischen, der russischen, der englischen. Und Fontane interessiert sich für soziale Verhaltensweisen, für soziale Kommunikationen und dabei insbesondere wieder für die Geschlechterverhältnisse in diesen Situationen. Und also um dann doch vielleicht mal nicht einen Allsatz zu wagen, aber doch eine Linie vorzugeben. Ich vermute mal, für Fontane sind die Frauen interessanter, weil sie vielleicht etwas weniger angepasst sind als die Männer. Ja, die Männer bei Fontane sind in der Regel sehr stark gesteuert von sozialen Normen, funktionieren in diesem Rahmen oder gehen an ihm zugrunde, das kommt auch vor. Also Männer leiden auch an diesen sozialen Normen, aber Frauen können in seinem Werk, sagen wir mal tendenziell, ihre Freiräume besser ausschöpfen, ausloten, und ich glaube, das ist das, was ihn interessiert hat. Frau von Brühl, Sie haben ja erzählt, und Sie auch, sind darauf eingegangen, dass Fontane eben sehr viel Stoff geliefert hat für diese Frauenfiguren, die er dann in seinem epischen Werk gestaltet. Kann man denn gewissermaßen Fontanes poetisches Verfahren sichtbar machen, wenn man sich anschaut, was war der Stoff und was macht Fontane daraus im Werk? Also der berühmteste Fall ist wahrscheinlich Effi Briest, aber Schach von Butenow haben Sie erwähnt und viele andere Beispiele gäbe es auch, wo man nachweisen kann, Fontane übernimmt aus Zeitungen oder aus Erzählungen, aus Briefen jede Menge Material und formt daraus dann seine Frauengestalten. Wie ging er dabei vor? Also kann man ein poetisches Verfahren sichtbar machen? Wie dichtet Fontane? Ja, also ich denke, es wären vielleicht zweierlei Dinge zu nennen. Das eine ist, dass Fontane also das gerne erzeugt, was man Realitätseffekte nennt. Das heißt, er setzt auf Wiedererkennbarkeit, auf Wahrscheinlichkeit. Also wenn man da nur von der Topografie anfängt, man kann seine Berlin-Romane eigentlich mit dem Stadtplan von Berlin daneben lesen, und das funktioniert so in etwa. Er nimmt sich dann auch gewisse Freiheiten und führt auch seine Leser gelegentlich an der Nase herum. Aber im Prinzip ist das alles wiedererkennbar. Die Dialoge enthalten Anspielungen auf zeitgenössisches, Politik, auf Ereignisse, auf Lokalitäten in der Stadt, und so ist es natürlich auch mit diesen Geschichten, die umlaufen und die dann auch wiedererkannt werden. Ja. Aber man muss auch dazu sagen, Fontane interessiert sich für diese Geschichten auch in ihrer Symptomatik. Ja. Und ich finde, ich habe ein Zitat mitgebracht, das sich auf L'Adultera bezieht. Und das ist doch sehr, sehr signifikant. Also da geht es um diesen damals berühmten Fall Ravenet. Also auch eine Ehebruchsgeschichte, ja, wie der Titel von L'Adultera schon andeutet. Und Fontane
übernimmt das und gestaltet das auch sozusagen als Vorlage und schreibt dann aber in einem Brief von 1894 an Joseph Victor Widmann: Ich habe das Ravenniesche Haus nie betreten, habe die schöne junge Frau nur einmal in einer Theaterloge, den Mann nur einmal in einer Londoner Gesellschaft und den Liebhaber, einen Assessor Siemann, überhaupt nie gesehen. Ich denke, in solchem Falle hat ein Schriftsteller das Recht, ein Lied zu singen, das die Spatzen auf dem Dache zwitschern. Das heißt also, das ist die Wiedererkennbarkeit. Alle kennen diese Geschichte und er fädelt sich da ein. Aber jetzt kommt es. Verwunderlich war nur, dass auch in Bezug auf die Nebenpersonen alles in geradezu lächerlicher Weise genau zutraf. Aber das erklärt sich wohl so, dass vieles in unserem gesellschaftlichen Leben so typisch ist. Ja. Also er greift diese Geschichten auf, weil sie sozusagen über den Einzelfall hinausweisen, weil sie etwas auf den Punkt bringen, was symptomatisch ist. Adulterer ist ein sehr gutes Beispiel. Das ist 1880 erschienen, der Roman, zunächst in der Zeitschrift Nord und Süd. Das ist der erste Berliner Gesellschaftsroman, der ging positiv aus. Und Fontane hat die Stoffgeschichte durch einen ganz kleinen Zeitungsschnipsel bekannt. Da war nämlich die Frau Kommerzienrätin Ravenet, ist mit ihrem Geliebten geflohen nach Italien. Die kam dann aber wieder zurück und sie hat Mann und 3 Kinder in Berlin verlassen. Und das hat einen Riesenskandal erzeugt und ich habe mich während meiner Doktorarbeit mit diesem Text sehr lange beschäftigt und habe auch sämtliche Handschriften dazu entziffert und analysiert und man sieht selbst, wie Fontane am Romantitel feilt, um sich von dieser außerliterarischen Stoffgeschichte her zu entfernen. Wir haben da zunächst die Titelvorstellung Frau Kommerzienrätin R. Dieses R. erinnert noch sehr an den Ravenet-Fall. Dann in der zweiten Stufe schreibt er, und das habe ich in einem anderen Konvolut gefunden, Melanie van der Straten. Das ist der Name der Hauptfigur, Melanie van der Straten. Und letztendlich ganz am Schluss kommt er dann zu dem Romantitel L'Adulterer, was auch eher noch an ein Gemälde anklingt. Da hat er also das Kunstprinzip, eröffnet sich dadurch und dadurch wird auch der Titel und der Text mehrdeutig. Also man kann Fontanes poetisches Prinzip wirklich anhand vom Schreibprozess, anhand der vielen Handschriften nachvollziehen. Frau von Brühl, Sie haben in Ihrem Buch ja wirklich detailliert die Lebensgeschichten dieser Vorbilder nachgezeichnet. Hat Ihnen das einen anderen Zugang zu Fontane eröffnet? Wie ging es Ihnen dabei, die Vorbilder dieser literarischen Figuren ausfindig zu machen? Also mir ging es in meinem Buch ja nicht nur um Fontane, also ich habe eigentlich Fontane auch so ein bisschen als Vehikel benutzt, um die typische Biografien von Frauen im 19. Jahrhundert wiedergeben zu können, widerspiegeln zu können und habe das sehr aufwendig recherchiert, bin auch an die ganzen Orte gefahren, die in irgendeiner Weise mit diesen Familien oder mit den Persönlichkeiten, mit den Biografien zu tun hatten, habe auch Kontakt aufgenommen mit Familie von Ardennen, da habe ich auch gelernt, dass man eben nicht Ardenne sagt, sondern Ardennen, das ist der Familie sehr wichtig. Und das war für mich absolut aufschlussreich, weil ich wollte so ein Panoptikum auch zeichnen. Ich wollte wirklich ganz verschiedene Frauentypen auch in den Mittelpunkt stellen. Ich habe ja auch bei dem Kapitel über Emmy Dankwärts, erzähle ich die ganze Geschichte der Diakonie und der Diakonissenhäuser, die gerade zeitgleich zu Fontanes Biografie, also ein bisschen früher, einsetzte, aber im Grunde genau in dieser Zeit sozusagen erstarkte und besonders und groß wurde und sich eben auch ausbreitete. Und ähnlich ging es mir auch mit der Geschichte besagter Familie Ravenet, ganz faszinierende Familie, die auch französischer Abstammung war und sehr früh gemerkt hat, dass der Eisenwarenhandel eine riesen Rolle spielen würde, also etwas, was man damals nicht wissen konnte. Sie haben sich da sozusagen darauf gestürzt, darauf spezialisiert. Das ist wie wenn man heute ins IT-Business, also jetzt schon nicht mehr heute, aber vor 20 Jahren ins IT-Business eingestiegen wäre, ohne genau zu wissen, zu welchen ungeheuerlichen Fortunen das führen würde. Und das sah man dann eben an allen, alle Geländer, alle Lampen wurden ja aus Eisen gemacht, alle Verzierungen von Häusern und nicht zuletzt allem voran die ganzen Eisenbahnschienen. Und dadurch ist diese Familie Ravenet innerhalb kürzester Zeit unendlich reich geworden.
waren so richtige Stahlfürsten, wenn man so will, wurden dann auch geadelt. Und ja, also ich will nicht so weit ausholen, aber das hat mich wirklich sehr fasziniert. Und es war mir eben so irrsinnig wichtig, auch durch Fontanes Werk auf die Frauen zu zeigen und über die Frauenbiografien auch wiederum auf Fontane und dieses interessante 19. Jahrhundert, mit dem wir übrigens so viel zu tun haben. Immer wieder denken wir, wenn wir für Frauenrechte kämpfen oder für Frauengleichheit, Frauengleichbehandlung kämpfen, denken wir, wie sind wir eigentlich darauf gekommen, dass es nicht so wäre. Aber wenn man das 19. Jahrhundert beobachtet, ist es eben einfach ganz evident, dass Frauen sich heute teilweise noch so verhalten müssen wie damals, weil sie eben diese Rechte nicht hatten. Das ist einfach absolut faszinierend. Sie haben jetzt alle drei von L'Adultera gesprochen, dem ersten Gesellschaftsroman, Berliner Gesellschaftsroman. Passt hier ganz vorzüglich her, denn im Zentrum des Romans steht ein Ehebruch und der findet in einem Palmenhaus statt. Gefährliche Orte, solche Palmenhäuser. Unter Palmen. Unter Palmen findet der Ehebruch statt in diesem Roman. Und die Eheproblematik ist doch in allen Fontane, oder ich glaube in den meisten Fontane-Romanen zentral. Warum eigentlich? Warum spielt die Ehe für Fontane eine so eminent wichtige Rolle? Ja, Ehe ist im 19. Jahrhundert sozusagen die Keimzelle der Gesellschaft. Also das ist der Ort, wo die soziale und die biologische Reproduktion stattfindet, also wo sich nicht nur Ehepaare fortzeugen und vermehren, sondern wo die Gesellschaft sich auch fortzeugt. Ja. Und deswegen sind also bestimmte Aspekte, die mit Ehe zusammenhängen, besonders ergiebig für jemanden, der sich mit Sozialstrukturen auseinandersetzt, wie Fontane das getan hat. Und dazu gehört der Begriff der Ehre natürlich, weil die Ehre sozusagen über die intakte Ehe und die Ehre der Frau definiert wird. Und in diesem Punkt ist Fontane wirklich sehr drastisch, muss man sagen. Also die Ehebeziehungen entsprechen in gar keiner Weise dem, was die Romantik als romantische Liebe erfunden hat. Ja? Also sozusagen die individuelle Liebe, die dann also irgendwie ewig dauern soll und so weiter, sondern die Ehe ist ein knallhartes Geschäft bei Fontane. Und diese Ehestrukturen sind so beschaffen, dass sie eigentlich ihre ganzen Konsequenzen, die dann die Geschichten entfalten, nach sich ziehen. Also das ist wirklich ein ganz böser Mechanismus und der läuft also ganz grob so, wie also L'Adultera und Effi Briest ist dann sozusagen an den beiden Enden von Fontanes Lebenswerk, sind also Varianten dieser Situation. Also eine junge Frau kann keinen gleichaltrigen Mann heiraten, weil der sozial noch nichts ist, ja, und muss deswegen einen älteren Ehemann ehelichen, der dann aufgrund dieses Altersunterschieds, dieses Statusunterschiedes in die Rolle eigentlich eher einer Erzieherfigur einrückt, ja. Und das zunächst einmal gehen die, also da wird Status gegen Jugend und Schönheit verhandelt. Ja, das ist das Geschäft. Und dann sind aber damit natürlich dann auch die nächsten Schritte vorprogrammiert. Also Effi Briest ist da in diesem Punkt wirklich sehr deutlich. Der Effi heiratet den 20 Jahre älteren Landrat Innstetten, der eigentlich die Mutter früher heiraten wollte, aber die Mutter nicht heiraten konnte, weil er ja noch nichts war. Deswegen hat also Effis Mutter den älteren Briest geheiratet. Ja, so. Und jetzt passiert also wieder das Gleiche. Also Effi muss den älteren Landrat Innstetten heiraten, der seinerseits irgendwie so eine zeitverschobene Erfüllung darin findet, dass er also die Tochter der eigentlich geliebten Frau dann heiratet. Ja. Und er ist mit seiner Karriere beschäftigt, Effi langweilt sich, daraus dann entsteht sozusagen das Bedürfnis nach anderen Abenteuern und so weiter, dann kommt es zum Ehebruch und so weiter. Und das endet dann also mit im Duell und mit dem Tod von Effi und ihrem Liebhaber. Und das ist ein Mechanismus, der sich immer wiederholt bei Fontane, nur mit verschiedenen Ausgängen. Ja. Und wichtig ist der, weil er eben sozusagen im Zentrum der sozialen Problematik steht. Also die Ehe als Unglücksmaschine,
Die Ehe als Unglücksmaschine, das kann man so sagen. Und das ist also bei, es ist dann natürlich auch irgendwie so, auch die Frage des Eros, die Fontane ja wirklich also sehr dezent behandelt, aber sie kommt immer wieder rein. L'Adultera und Ephibrist ist das so, dass die Frage der Sexualität hier als Zumutung von den Frauen empfunden wird. Ja? Also die Zärtlichkeiten oder also wenn ein Mann zu zärtlich wird, dann wird es schnell peinlich. Und das sind dann immer solche Aussagen, die führen aber dann natürlich dazu, dass diese Bedürfnisse anderweitig wieder auf die Agenda gesetzt werden. Ja. Glückliche Ehen gibt es überhaupt keine bei Fontane? L'Adultera, die zweite Ehe der Melanie van der Straten, dann als Melanie Ruben, die ist glücklich und sie wurden auch dann von der Gesellschaft nicht mehr missachtet, sondern sie konnten in Berlin ein zweites Leben, eine zweite Ehe führen. Nach Jahren sind sie ja zurückgekommen. Es gibt aber dennoch andere Romane, wo es nicht um die Ehe geht bei Fontane. Das sind die Poggenpools etwa. Das ist auch ein kleiner Roman, Ende der 90er Jahre entstanden, ich glaube 1896 publiziert. Der ist weniger bekannt. Die Majorswitwe vom Poggenpool, die mit ihren drei Töchtern, Therese, Manon und Sophie, zusammenlebt. Und die drei warten vergeblich auf einen Mann, dass sie verheiratet werden. Und der letzte Roman, den Fontane nicht mehr veröffentlicht hat, Mathilde Möhring, die zwar auch eine Ehe eingeht, Bürgermeistersfrau wird, aber stirbt, Witwe wird, wieder zurück nach Berlin kommt. Aber da geht es jetzt nicht vorwiegend um die Ehe. Und in den beiden Romanen gibt es auch keine Kinder. Also das ist vielleicht ein anderes Modell, was Fontane vorgeführt hat. Mathilde, könnte man sagen, hat er selber nicht mehr publiziert, nicht mehr veröffentlicht. Die Forschung hat sich lange sehr schwer getan mit dem Roman, der vielleicht auch die modernste Frau Fontanes zeichnet, weil sie auch den Weg der Lehrerin einschlägt und nicht mehr ein zweites Mal heiraten möchte als Witwe. Aber diesen Roman hat Fontane nicht publiziert, vermutlich weil er keine Zeitschrift gefunden hat. Ein absolut faszinierender Roman übrigens, den Gabriele Radeke extra nochmal neu bearbeitet, neu herausgegeben hat und mich auch ganz stark bestärkt hat und inspiriert hat für mein Buch, denn da zeigt dann Fontane, wie man doch anhand einer Ehe, mit der Hilfe einer Ehe, irgendwas erreichen kann als Frau. Er dreht es dann einfach mal um. Er sagt dann, was müssen denn die Frauen tun, damit sie was erreichen können? Okay, und deswegen, die haben er bei Mathilde und ihrer Mutter wohnt ein Student zur Untermiete, dann wird der Student krank, dann heilen sie den gesund, dann paukt Mathilde ihn durchs Examen. Dadurch hat er irgendwie, sozusagen hat er sein Jura-Examen bestanden, dann heiraten sie und dann sucht sie ihm eine Bürgermeisterstelle, wie Gabriele schon erwähnt hat, dann ziehen sie aufs Land und auch dort vor Ort zieht sie die Strippen und zeigt ihm, wie man irgendwie als Bürgermeister ein beliebter und erfolgreicher Mann sein kann. Der Mann stirbt tragischerweise, sie kommt zurück und studiert dann eben, macht diese Ausbildung und ich habe das Gefühl gehabt, dass Fontane mit absoluter Begeisterung den Satz hinzugefügt hat, sie bestand ihr Examen besser als ihr Mann. Aber eine Liebesheirat im eigentlichen Sinne ist das doch auch nicht. Also das ist ein knallhartes Kalkül. Also wie gesagt, Ehe ist eigentlich fast immer, also L'Adultera ist ein Ausnahmefall. Deswegen wird der Schluss auch so ein bisschen süßlich. Ja? aber eigentlich ist Ehe ein knallhartes Geschäft. Und auch hier ist es so, also dass sie ja, also sozusagen, sie braucht diesen etwas schlaffen, so diesen so ein Couch-Potato. Ja? Und den braucht sie, um weiterzukommen, weil alleine als Frau schafft sie das nicht. Sie braucht diesen Mann sozusagen als Trittleiter für ihre eigene Karriere. Und ich finde, um das noch zu bemerken, ich finde diesen späten Roman von Fontane so besonders faszinierend auch, weil er sozusagen ganz in der Jahrhundertwende ankommt. Ja, also diese ganzen Geschlechterklischees des 19. Jahrhunderts, die werden hier umgedreht. Also seit kurz vor 1800 gilt ja sozusagen die Losung, Frauen sind Natur, Frauen sind Gefühl, Frauen sind passiv, Männer sind aktiv, Männer sind Geist, Männer stehen in der Öffentlichkeit, deswegen sind sie in der Politik tätig, während die Frauen ins Haus gehören und so weiter. Und Mathilde Möhring kippt das um.
Ja, also der Roman Mathilde Möhring kippt das um, genauso wie um 1900 sozusagen diese ganzen Geschlechterstereotypen ins Rutschen kommen. Also um 1900 interessiert man sich für Geschlechterübergänge, für Androgynie, für Gendercrossing, würde man sagen. Ja. Und das ist hier auch so. Hier ist also der Mann ist passiv, der ist eigentlich vor allem musisch interessiert und künstlerisch interessiert. Aber mit Karriere oder mit Arbeit hat er eigentlich gar nichts am Hut. Und die Frau ist diejenige, die dahinter steht, die ist aktiv, sie ist intellektuell. Sie treibt ihn, sie beschafft ihm eine Provinzbürgermeisterstelle und so weiter. Und dann, wenn er dann stirbt, dann stellt sich heraus, jetzt hat sie sozusagen das Niveau erreicht, von dem aus sie selber im Rahmen des, also kurz vor 1900 möglichen, etwas machen kann. Das ist nicht viel, aber diesen Spielraum schöpft sie aus. Was vielleicht alle Romane von Tarnes eint, ist, dass er diese Gefühle zwischen Mann und Frau nicht darstellt, nicht darstellen kann vielleicht auch. Kann man dazu erzählen, dass seine Ehefrau Emilie von Tarne sowas auch immer vermisst hat. Als damals Theodor Storm in Potsdam und auch in Berlin war und sehr auch gerade von den Frauen wegen seiner Liebeslyrik gelesen worden ist, hat auch Emilie von Tarne ihrem Mann auch mal geschrieben, warum kannst du nicht auch mal solche Gedichte schreiben? Also jetzt etwas salopper formuliert. Und von Tarne war nicht der Mensch, der eben auf der Gefühlsebene zwischen Mann und Frau über Sexualität oder Gefühle geschrieben hat. Die Emotionen laufen auf der anderen Ebene, also sei es bei Effi Briest etwa, dass er eben wirklich dieses Schicksal sehr einfühlsam beschreiben kann oder durch Gespräche, dass er es wiedergibt. Aber diese zwischenmenschlichen Gefühle in der Ehe oder auch in Liebesbeziehungen, außerehelichen Liebesbeziehungen, das wird alles auf so eine Art Rationalität her beschrieben. Also wenn man davon ausgeht, dass Mathilde Möhring nun wirklich einen Sonderfall darstellt und von Tarne da Geschlechtsrollen umkehrt, kann man denn genau rekonstruieren, was so eine typische Frauenrolle im 19. Jahrhundert ist? Also gibt es den musterhaften Lebenslauf und entsteht das Unglück dieser Fontane Frauenfiguren, weil sie sich an diese Muster halten oder weil sie davon abweichen? Beides. Also natürlich gibt es nicht die Frau im 19. Jahrhundert, aber man kann ja also mal ganz, ganz übers Knie gebrochen sagen, dass in der Geschlechterrollendiskussion im späten 18. Jahrhundert eine ganz maßgebliche Zäsur stattfindet. Ja? Und also um es nur zu skizzieren, also es ist die Zeit vor dem späten 18. Jahrhundert werden Geschlechterrollen über das eigentlich definiert, was wir heute als Gender bezeichnen würden. Also über soziale, rechtliche und so weiter Positionszuschreibungen. Die Frau hat diese Aufgaben, diese Pflichten und so weiter. Um 1800 findet eine Polarisierung statt. Karin Hausen hat das Polarisierung der Geschlechtscharaktere genannt. Auf einmal werden diese Geschlechtscharaktere Natur. Ja, das waren sie bisher nicht. Bisher waren das soziale Positionen. Und jetzt werden sie Zuschreibungen an die Natur. Und wie gesagt, das sind dann diese Polarisierungen von Natur und Geist und von innen und außen und von privat und öffentlich und so weiter. Und damit verbunden ist natürlich eine Positionierung der Frau in einem bestimmten Bereich. Also die idealiter heiratet die Frau, bekommt Kinder, steht dem Haus vor, macht die Hausarbeit, während der Mann nach draußen wirkt. Und das ist der Radius, der dadurch natürlich flankiert wird, dass Frauen keine Rechte an ihrem eigenen Besitz haben. Ja? Also mit der Ehe gehen die Besitzrechte an den Mann über. Und deswegen setzt natürlich die Gender-Debatte, die Emanzipationsdebatte setzt gerade auch an diesem Punkt an. Also nicht nur am Wahlrecht, das ist eher untergeordnet, sondern es ist die Frage der Ausbildung, des Besitzrechts, des Scheidungsrechts natürlich auch. Und das entsteht dann so, sagen wir mal, ab dem zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts. Ja. Und in diesem Kontext entstehen dann natürlich auch zum Teil auf der Basis viel älterer Traditionen bestimmte Phantasmen der Geschlechter, ja, also Frauenbilder, die der Frau irgendwie bestimmte Eigenschaften zuschreiben, also dass sie Natur ist, also die Frau als
Naturgeist, als Undine, als Melusine, also heißt auch eine Figur in Fontanes Stichlin, die Melusine, ja. Also das heißt, Wesen, die mit dem Wasser verbunden sind, mit der Luft, wie Effi Briest. Effi kommt von Eva, ja, und sie ist die Evas Tochter. Also er spielt sozusagen mit diesem Bild der Frau schlechthin, ja. Und Effi sitzt auf der Schaukel, ist ein Luftwesen und sie trägt einen Matrosenanzug und ist ein Wasserwesen und sie wird dann reitend am Strand gezeigt, also vor dem ozeanischen Element, dem mütterlichen Element. Also damit spielt Fontane, ja, und tut dann aber natürlich etwas anderes mit diesen Bildern. Übrigens interessant, er greift immer wieder solche Punkte auf, solche sozialen Stereotypen in L'Adultera. Also kein Zufall, dass das mit Bildern anfängt. Es geht immer um die Bilder. Es geht also um diesen Tintoretto, die Ehebrecherin vor Jesus. Und es werden dann andere Maler noch flankiert, Murillo und Tizian und so. Und immer geht es um Frauenbilder, also sozusagen kulturelle Imaginationen des Weiblichen, die angesiedelt sind in diesem relativ engen sozial abgezirkelten Spektrum. Herr Begemann, Sie haben ja zu meiner Überraschung eigentlich gemeint, dass obwohl es doch diese Rollenklischees und diese Rollenbilder gibt, die Frauen im 19. Jahrhundert dennoch größere soziale Freiheiten gehabt hätten als die Männerfiguren. Frau von Brühl, was sagen Sie denn dazu? Dazu fällt mir nichts ein. Nein, entschuldigen Sie, aber auf die Frage. Das hätte ich jetzt so auch nicht formuliert. Also ein bisschen zugespitzt. Ja. Sie gehen mit den Spielräumen anders um als die Männer. Das ist der Punkt bei Fontane. Und da gibt es schon interessante Beispiele dafür. Also dass Frauen, also wie Mathilde Möhring, ja, also sozusagen das, was dieser schmale Streifen, den sie hat, den nutzt sie. Ja, oder die Frau Jenny Treibel ist auch so ein Beispiel. Da gibt es also zwei weibliche Hauptfiguren, also Jenny Treibel, die Titelgeberin, die eine aufgestiegene bourgeoise Kommerzienratsgattin ist und diesen Status sozusagen mit Klauen und Zähnen verteidigt. Und es gibt dann Corinna Schmidt, die sozusagen den Weg gehen möchte, den Jenny Treibel hinter sich hat und von ihr dann dabei gehindert wird, ja, weil es nämlich um ihren eigenen Sohn geht und der darf natürlich nicht so nach unten heiraten. Ja. Aber das ist schon sehr interessant zu sehen, wie sozusagen Corinna, die wahrscheinlich die intelligenteste und souveränste Fontane-Frau überhaupt ist, wie die mit großem Kalkül und Scharfblick ihre Möglichkeiten nutzt, um in die Nähe ihres Ziels zu kommen. Es misslingt dann. Ja. Das Ziel war ja dann oft, und auch bei Mathilde, einen Mann zu bekommen, der, und Mathilde eben nicht standesgemäß, sondern eben der dann noch sie eben in die Gesellschaft einführen kann. Also das war ja dann doch mehr das Ziel und nicht eben als eigenständige, berufstätige Frau agieren zu können. Ja, genau. Ich wollte nur noch erwähnen, das Interessante an Professor Begemanns Beobachtung ist ja, dass es immer auch Analogien in der Wirklichkeit hat. Die Familie Ravenet hatte tatsächlich eine großartige Gemäldesammlung und sie war die einzige Familie, die erstmals diese Privatsammlung auföffnete. Also man konnte diese Gemäldesammlung besichtigen. Auch was Sie vorhin gesagt haben, war immer rechtlich verankert. Die Mitgift der Frau ging in den Besitz des Mannes. Der Mann hatte Verfügungsgewalt über die Mitgift der Frau, hat Fontane selber an eigener Haut erfahren, wenn man so will. Seine Mutter brachte ein bisschen was mit in die Ehe. Der Vater kaufte davon eine Apotheke. Die Familie zog nach Neuruppin. Dort wurde Theodor Fontane geboren. Drei weitere Kinder kamen dort auf die Welt und dann hatte der Vater das Vermögen verspielt, musste diese Apotheke verkaufen, um eine kleinere Apotheke zu kaufen,
ganz auf dem Land, ganz im Norden, ganz weit weg. Die arme Frau Fontane ist natürlich fast zusammengebrochen und tatsächlich hat sie ihren Mann ja dann auch verlassen. Trennung ohne Scheidung habe ich mein Kapitel zu dem Thema überschrieben. Das konnte also Theodor Fontane alles an eigener Haut erfahren, durch seine Kindheit, die Streitigkeiten zwischen den Eltern, die Nervenzusammenbrüche der Mutter und trotzdem der Versuch, eine harmonische Familie zu bleiben, nicht zuletzt eben durch eingangs erwähnte Elise, die ja wesentlich später dann noch auf die Welt kam, wie so, als hätte man mit diesem Kind die Ehe noch mal kitten wollen, aber ab dann ging es dann wirklich auseinander. Wenn man noch sieht, wie Fontane auch besorgt war gegenüber seiner Schwester Elise, er hat ihr jährlich auch natürlich zum Geburtstag geschrieben und ich habe mir diese Briefe auch nochmal angeschaut. Jedes Mal wünscht er ihr, dass sie doch endlich einen Mann bekomme. Also das hat Fontane wirklich jedes Mal so richtig wiederholend geschrieben. Also das zeigt sehr, dass er auch in diesen Konventionen, in den Möglichkeiten einer Frau auch in seiner Zeit eben gesteckt hat. Das finde ich eine ganz interessante Bemerkung, weil man ja manchmal fast den Eindruck gewinnen könnte, dass der Fontane so ein Vorreiter der Emanzipation gewesen wäre. Aber ich glaube, da haben Sie eben in Ihrem Buch dann doch andere Tendenzen beobachtet. Also ich glaube, da sind wir auch mittlerweile soweit. Also wenn man Fontanes Briefe anschaut und seine persönlichen Äußerungen, dann würde man auch eher sagen, dass er sich wirklich in den Koordinatensystemen seiner Zeit bewegt und überhaupt kein Freund der Frauenemanzipation gewesen ist. Das hat Christine von Brühl auch in einem Kapitel sehr schön in ihrem Buch dargestellt. Das waren auch erste, es ging um das Wahlrecht in London 1870. Die Tochter war ja in London, Martha, und Mutter Emilie war mit dabei und sie beobachtet dort, wie die jungen Frauen auf die Straße gehen und das für das Frauenwahlrecht demonstrieren. Sie schreibt das ihrem Mann voller Empören, voller Entsetzen und Fontane schreibt ihr auch zurück und macht sich auch ein bisschen darüber lustig und sagt dann, naja, warum das? Es gab ja auch viele Frauen, die waren Königinnen, aber die hatten alle kein Wahlrecht gehabt. Also man sieht, dass er da also wirklich auch mit diesen neuen Forderungen nichts anfangen konnte. Und das hat sich, glaube ich, auch bis zu seinem Lebensende hin nicht verändert. Also da würde ich gerne noch ergänzen, das ist richtig. Also, aber soweit ich sehe, bezieht er sich da wirklich auf das Wahlrecht. Und das Wahlrecht ist ja nur ein Teil der Emanzipationsbewegung. Und es gibt ja andere Bereiche und in diesen anderen Bereichen, da wird Fontane sehr deutlich, also in Effi Briest ist die Rede von der Zwangslage der Frauen. Ja. Die Zwangslage der Frauen, die heiraten müssen und dann in bestimmte Strukturen hineinkommen und ihre knappen Spielräume dann eben sozusagen gut nutzen müssen, das sieht er genau und da ist er dann auch auf der Seite der Figuren, die sozusagen ihre, also diese Gummizelle sozusagen nach außen ausweiten wollen, ja. Und das Wahlrecht ist natürlich eine Geschichte, die nicht nur zwischen Männern und Frauen verhandelt wird, sondern das ist auch eine Klassenfrage. Also in England in der Mitte des 19. Jahrhunderts durfte ein Fünftel der Männer wählen. Ja? Und wie man jetzt zum Frauenwahlrecht steht, steht natürlich auch in Beziehung dazu, wie man zum Wahlrecht überhaupt steht. Ja? Also ob man zum Beispiel für Demokratie überhaupt was übrig hat, ja? Ob man sich davon etwas verspricht. Und vor allem in einer Situation wie dem Zweiten Kaiserreich. Ja? Also man kann dann ja fragen, was bringt das Wahlrecht eigentlich in diesen Strukturen? Und ich glaube, das muss man mitbedenken. Also man kann jetzt aus diesem Punkt jetzt nicht allein sozusagen eine ablehnende Haltung zur Emanzipation alleine bei Fontane ableiten. Aber wir haben ja auch jüngst die an Theaterkritiken Fontanes ediert an der Forschungsstelle in Göttingen und wenn ich sehe, wie er über Ibsen Gespenster schreibt, da geht es also darum, Herzensbindung ja oder nein und Fontane ja doch auch für die Herzensbindung in den Romanen, also zumindest als Erzähler wird das ja oder in den Romanen wird das immer wieder thematisiert. Er selbst als Person positioniert sich zumindest in dieser späten Kritik Ende der 80er Jahre entschieden dagegen. Und ist eben sehr wohl gegen eine Herzensentscheidung bei der Ehe und sagt eben, da ist Stand, da ist Geld, da ist Absicherung, was eben also das höhere Gut ist und was wichtiger ist für das Zusammenleben. Ja.
Also ich meine, das ist natürlich ein Grundzug bei Fontane. Also die Figuren sind eingesperrt in einen Käfig von sozialen Normen, in dem sie agieren. Und dann stellt sich an bestimmten Punkten, also gerade in Liebesbeziehungen, stellt sich die Frage, wie geht man damit um? Also Irrungen, Wirrungen ist der Paradetext dafür, also die Liebesbeziehung eines adligen Offiziers zu einer, ja, Schneidermamsel heißt es, einer Schneidermamsel. Und es ist beiden Figuren deutlich, daraus kann nichts werden. Also diese Beziehung hat keine Zukunft, obwohl also ausgerechnet der Mann mit dem Gedanken wenigstens spielt. Ja. Aber dem Mädchen ist... Lene ist schon völlig klar, dass das kann überhaupt nicht. Und tatsächlich ist es am Ende so, der Offizier muss, um seine Güter und seine Familie zu sanieren, muss er also seine sehr gut betuchte Cousine heiraten, und die das sozusagen das gerade Gegenbild der eigentlich Geliebten ist. Und er sagt dann auch am Ende, also... dass man sich sozusagen selber eine Ordnung geben muss, und diese Ordnung ist die soziale Ordnung, und aus der kommt man nicht heraus. Ja? Also wenn also eine solche Treppenheirat würde dazu führen, dass man eigentlich aus der Gesellschaft herausfällt, und man kann, also auch Effi Briest ist ja sozusagen die Quintessenz, also man kann nur unglücklich werden, und die Frage ist, wo ist man unglücklicher, innerhalb oder außerhalb der Gesellschaft? Und für Fontane ist es klar, außerhalb der Gesellschaft gibt es gar kein Leben, und innerhalb der Gesellschaft kann man wenigstens also mit Hilfskonstruktionen überleben, wenn man sozusagen wenn man weit genug in der Resignation geht. Ja, aber das ist sehr pessimistisch alles. Ja. Ungeachtet all dieser sozialen Zwänge und all der Resignation, die ja wirklich bei vielen Fontane-Texten am Ende steht, gibt es da etwas Modernes? Sie haben ja davon gesprochen, dass die Figuren Ihnen dann manchmal auch ganz modern und zeitgemäß vorgekommen sind. Also was ist das Moderne an diesen Fontane-Frauengestalten, oder simpler formuliert, warum soll man das eigentlich noch lesen? Also was mich fasziniert, ich tingle jetzt mit meinem Buch über ein Jahr. Wir hatten das 2018 am Start mit dem Aufbau Verlag, und seitdem bin ich auf Lesereise, Lesereise, Lesereise. Gestern war ich in Schneeberg im Erzgebirge, übermorgen lese ich in Ansbach bei den Literaturtagen, und es sind immer unheimlich viele Leute und es sind immer ganz viele Zuhörer, und das liegt ganz bestimmt nicht nur an mir und meinem Buch, sondern ganz bestimmt an Fontane, Zuhörer, Zuhörerinnen wohlgemerkt, die dieses Werk ausgezeichnet kennen, die nicht nur von Effi Briest reden oder von L'Adultera, sondern eben auch Lene und Stine, und alle haben sie auf dem Schirm. Das finde ich absolut faszinierend, eine Riesenfreude macht mir auch immer, dass sehr, sehr viel jüngere Zuhörer, Zuhörerinnen in meine Lesung kommen, wie man ja auch hier wieder sehen kann, wunderbar. Fontane ist eben Abitursstoff, und deswegen sind viele Abiturienten in meine Lesung gekommen, um einfach nochmal so einen Impuls zu kriegen oder nochmal so eine Info abzufangen, oder die ganze Klasse kam mit der Lehrerin in die Lesung. Das fand ich total irre, und dann fängt man natürlich an nachzudenken, warum. Ich meine, damit haben Sie sich ja sicher auch schon beschäftigt, Professor Begemann, wie kann es sein, dass ein Autor, der im 19. Jahrhundert nicht nur gelebt, sondern auch gestorben ist, heute, hier und heute so eine Präsenz hat, dass der Kenntnisstand einfach seines Werkes so hoch ist? Das finde ich absolut faszinierend, und ich fand eben Ihre Überlegung sehr klug, dass natürlich es geht hier um einen Widerstreit zwischen dem Individualismus, der sich irgendwie Bahn bricht im 19. Jahrhundert, und den mangelhaften Möglichkeiten. Und mit diesem entsetzlichen Individualismus, dem wir im Zuge der grassierenden Zunahme der neuen Medien ganz neu ausgesetzt sind und uns ganz neu überlegen müssen, wer bin ich, wer will ich sein, wie bilde ich mich auf meinem Facebook-Account ab, was für eine Webpräsenz will ich haben, um Gottes Willen, will ich lieber eine Frau sein, will ich lieber ein Mann sein, will
will ich lieber beides sein? Das sind wahrscheinlich Fragen, die uns heute so wahnsinnig beschäftigen und uns so nahe kommen. Und wenn man dann diese geruhsamen Texte liest, die so ganz freundlich und liebenswürdig und Menschen, also man spürt eine ganz große Güte und Liebe für den Menschen, für die Frau, wie die Frau wirklich ist und sich selbst versteht, für den Mann, der zweifelt, der strauchelt, der nicht weiterkommt, der auch nicht weiter weiß. Ich denke immer wieder an den tollen Dialog von Innstetten, wo er das ja erklären muss. Warum geht er denn jetzt in dieses Duell? Es ist alles vorbei. Es müsste doch gar nicht passieren. Wieso muss er diesen Mann jetzt umbringen? Es ist ja ein unglaublich einfühlsam geschildertes Porträt dieses Mannes des 19. Jahrhunderts. Und das sind eben dann so Sequenzen, die man einfach so zur Beruhigung liest. Ja, ich empfehle auch den Ehebriefwechsel, dreibändiges Werk, aber es gibt einen sehr schönen Best-of. Ich empfehle auch die Theaterkritiken, 4 Bände, aber ein sehr schönes Best-of mit einem wunderbaren Titel. Da sitzt es wieder, das Scheusal. Das ist das, was man von Fontane sagte. Fontane war das Scheusal. Der Theaterkritiker war natürlich der, vor dem die Schauspieler die größten Angst hatten. Also das sind einfach tolle Lektüren. Ich empfehle auch die Anekdoten, die Kommentare, die das begleiten, denn die sind auch sehr liebenswert und auch sehr begrüßenswert. Also es ist wirklich eine tolle Sache und sie ist brandaktuell. Herr Begemann, warum soll man Fontane heute lesen und was soll man von Fontane lesen? Ja, also ich meine, wenn man nach der Zeitgemäßheit von Fontane fragt, also das ist eine Frage, die mir Unbehagen macht. Ja, weil Sie haben ganz recht, Frau von Brüdel, es ist natürlich eine ganz andere Welt. Ja. Und ich könnte jetzt sagen, also weil diese Frauen sozusagen schon auf dem Weg in die Emanzipation sind, sie nicht vollziehen, aber sozusagen ihre Spielräume so nutzen, dass man sozusagen die Notwendigkeit sieht. Ja, und die Vokabel fällt ja, also in Frau Jenny Treibel wird von Corinna immer sozusagen im Zusammenhang mit Emanzipation gesprochen. Also da deutet sich etwas an, was sich dann sozusagen aufbaut und was dann irgendwie vielleicht mal in die Gegenwart hineinführt. Aber ich würde eigentlich eher ein anderes Argument stark machen, was eben nicht auf die Zeitgemäßheit, sondern die Unzeitgemäßheit führt. Also ich möchte eigentlich dezidiert für Differenz plädieren und nicht für Nähe und Identität. Also heute, es muss alles ja sozusagen, wir sind von ganz rechts bis nach links auf Identität gebürstet. Ja? Und es muss sozusagen alles für uns mundgerecht zurechtgemacht werden. Weil jedes Drama muss sozusagen gespickt sein auf der Bühne mit Anspielungen an aktuelle Gegebenheiten, sodass wir immer den Eindruck haben, wir schauen nur in einen Spiegel. Also wir finden uns eigentlich immer nur selber wieder. Während ich denke, das wirklich Interessante an Literatur ist das andere. Ja, also dass wir, und das ist ja auch das viel Interessantere, also wir sind mit etwas konfrontiert, was von unserer Lebenswelt gerade abweicht, und das bietet sozusagen Fallstricke für unsere Selbstgewissheiten, ja, und das ist eben anders und es funktioniert anders und wir müssen uns dem aussetzen, und das hat auch ein viel höheres Reflexionspotenzial, ja. Also deswegen denke ich, also die Texte vielleicht nicht darauf lesen, boah, der alte Fontane, der hat das alles schon gesehen und so, sondern eben gerade im Gegenteil, also das ist eine andere Welt, auf die wir uns einlassen müssen, weil das ist sozusagen die Welt unserer Urgroßeltern, Ururgroßeltern ist. Ja? Das Interessante an der Literatur ist das andere, ein schönes Wort. Frau Radeke, was schätzen Sie an Fontane, das andere oder das Vertraute? Ich würde auch das, was Christian Begemann sagt, bestätigen und vielleicht jetzt nochmal auf das Fontane-Jahr in diesem Jahr eingehen. Da wurde öfter, und das haben Sie sicherlich in der Presse gelesen, gesagt, Fontane würde heute twittern oder Fontane hätte einen Blog oder er wäre auf Facebook vertreten.
Ich denke auch, also wir sollen wirklich die Chance nehmen, Fontane als Autor seiner Zeit und die Texte aus am ausgehenden, Mitte ausgehendes 19. Jahrhundert zu lesen, dass das eine ganz große Chance ist. Historiker greifen ja auch gerade deshalb zu Fontane, weil sie auch sagen, da steckt so viel Zwischenmenschliches, so viel Wahres aus der Gesellschaft drin, was wir durch Sachtexte im 19. Jahrhundert eben nicht vermittelt bekommen, aber durch die Literatur und aber durch Fontane, weil seine Sprache eben auch noch so ist, dass wir sie heute noch gerne lesen, sie berührt, und deswegen würde ich auch eher plädieren, nicht jetzt die Moderne immer zu sehen oder wie nah steht uns Fontane, sondern seine Texte als Texte im 19. Jahrhundert zu lesen. Diese Debatte führt manchmal etwas absurd, wenn, das war auch letztes Jahr beim Jubiläum von Eduard von Kaiserling, der ja sehr lange in München gelebt hatte, der wurde auch nur gemessen, wie modern sind seine Texte, aber ich finde das auch einen etwas falschen Zugriff, weil das gerade, wie gesagt, eine Chance ist, sich mit der älteren Zeit zu beschäftigen. Also das Interessante ist gerade das Unzeitgemäße, und bevor wir die Runde ans Publikum für Fragen öffnen, habe ich eine Stelle noch mitgebracht zum Vorlesen als Abschluss. Fontane hat einmal wohl im Jahr 1891 einen damals beliebten Fragebogen ausgefüllt, und der geht auch ein bisschen auf unser Thema ein, nämlich die Frauen in Fontanes Werk und die Eheproblematik, und Fontane beantwortet ein paar Fragen, die ich vorlesen möchte, zum Beispiel: Wie verstehen Sie das Glück? Fontanes Antwort: Gar nicht. Welche Fehler finden Sie am verzeihlichsten? Die meinigen. Lieben Sie das Ideale oder das Reale? Das Diagonale. Welches ist Ihre Lieblingsbeschäftigung? Schlafen. Wie denken Sie über die Ehe? Je nachdem. Welches Vergnügen ist Ihnen das Liebste? Siehe oben unter Lieblingsbeschäftigung. Welche Blume, welches Getränk und welche Farbe ziehen Sie vor? Mir alles gleich. Wie definieren Sie die Liebe? Mir zu schwer. Wie definieren Sie die Frau? Noch schwerer. Dem ist nichts hinzuzufügen. Vielen Dank. Wunderbar. So, jetzt wären Sie an der Reihe. Wer traut sich? Wer traut sich, die Eröffnungsfrage zu stellen? Die eine oder andere Person habe ich schon... Ah, wunderbar, muss gar nicht ausholen. Toll. Hallo, guten Abend. Ihnen allen erstmal ganz lieben Dank für die sehr spannende und anregende Podiumsdiskussion. Mich interessiert besonders das Thema der Ehe, und meine Frage richtet sich an Christian Begemann. Herr Professor Begemann, eigentlich sind es zwei Fragen. Und zwar zum einen, Sie haben darauf hingewiesen, dass es Analogien gibt zwischen dem Ravenel-Fall und den Nebenfiguren in L'Adultera, beziehungsweise Sie haben darauf hingewiesen, dass diese Analogien von Fontane selber gesehen werden. Mich würde interessieren, gibt es Aufschluss darüber, ob diese Analogien begründet sind in einer spezifischen Poetik des Ehebruchs, also beispielsweise, dass es immer wieder Helferfiguren benötigt, oder lassen die sich eher erklären aus den sozialen Strukturen? Und die zweite Frage, im Hinblick auf die Ehe, führt Fontane das Scheitern der Idee der romantischen Ehe vor oder zeigt da möglicherweise viel mehr, dass gerade 80 Jahre, nachdem die Idee der romantischen Liebe bzw. Ehe erst aufgekommen ist, dass die Zeit dafür nicht reif ist und dass das Scheitern möglicherweise viel mehr eben mit diesen sozialen Strukturen zusammenhängt? Anders formuliert, gibt es einen Ort, der vielleicht gerade im Sinne des Realismus beschrieben wird, wo die Idee der romantischen Ehe und Liebe realisiert werden kann? Das waren jetzt zwei Fragestellungen für Doktorarbeiten, oder? Könnte man so sagen, ja. Also ich fange mal mit der zweiten an. Also die romantische Liebe war ja eigentlich nie etwas, was sich realisiert hat im 19. Jahrhundert. Ja. Also das ist ein Ideal, allerdings ein Ideal mit Folgen. Und man könnte sagen, eine der Folgen dieses Ideals ist sozusagen eine erhöhte Potenz von Unglücklichsein. Ja? Also gerade weil es dieses Ideal gibt, wird natürlich die Differenz zur kruden Realität der Eheschließungen aus ökonomischen und sozialen Gründen umso spürbarer.
Ja, also die Fallhöhe erhöht sich. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und bei Fontane sind also Liebesbeziehungen, die gibt es natürlich. Ja, also Irrungen und Wirrungen ist natürlich am deutlichsten. Also das ist eine wirkliche Liebesbeziehung, auch eine sozusagen auf Augenhöhe, also emotional auf Augenhöhe, wo es beide gleich ernst meinen. Aber sie hat eben keinerlei Chance auf eine Realisierung. Ja. Und gut, L'Adultera gibt es dann auch, diese zweite Ehe, die dann, oder diese zweite Ehe, die aus einem Ehebruch resultiert. Und dieser Ehebruch muss dann sozusagen aber mit der zweiten, der erste Ehebruch wird, muss mit der zweiten Ehe sozusagen geheilt werden. Ja, also da ist er dann natürlich traditionell. Ja. Und ja, die erste Frage ist schwierig. Also die Beziehung liegt, also die Relation zum Fall Ravenny liegt in den Hauptfiguren, ja, nicht in den Nebenfiguren. Aber ich denke, wie gesagt, also was Fontane interessiert, ist, wenn ihm bestimmte charakteristische Aspekte ins Auge springen, ja, also etwas, wo er etwas dran zeigen kann, ja, also etwas, was auf der einen Seite sich als eine individuelle Geschichte erzählen lässt, was aber zugleich eine Fallgeschichte ist. Also eine Fallgeschichte ist immer ein Fall von etwas, ja, das heißt, also sie ist individuell, aber sie weist über sich hinaus auf eine grundsätzliche gesellschaftliche Struktur, und ich glaube, diese Dinge, die holt er sich raus, um sie zu bearbeiten, und nimmt dann sozusagen den Realitätseffekt mit, der darin liegt, dass alle Spatzen von den Dächern zwitschern. Vielleicht kann man noch ergänzen, Sie fragen nach Orten, aber vielleicht auch Orten für diese außerehelichen Beziehungen oder diese Liebesgeschichten, das ist ja meistens also wirklich jenseits der Gesellschaft. Wenn ich an Irrung und Wirrung denke, die gehen auf den Feldweg, oder wenn sie sich auf Hankels Ablage befinden, am Zeutener See, das ist auch wirklich so eine Idylle für sich. Sie erinnern sich, da kommen die beiden zusammen, sie haben auch ein Zimmer, sie schlafen miteinander, das wird aber nicht auf der Textoberfläche thematisiert, sondern es gibt den Kapitelsprung. Dann haben wir das auch bei L'Adultera, da ist wo der Ehebruch wirklich vollzogen wird, im Palmenhaus, also auch jenseits der Gesellschaft, exotisch, man könnte fast sagen, fast utopisch angelegt. Also solche Orte hat Fontane dann ausgewählt für diese Ehebruchsgeschichten. Die also in der Tat also sehr dezent sind. Also der Kernpunkt von Effi Briest ist der Ehebruch mit Crampas. Der kommt auf ein paar Seiten, kommt diese Beziehung, von Ehebruch wird eigentlich kaum erzählt, von Verabredungsbriefen und so weiter. Und natürlich jeder weiß, was jetzt hier gespielt wird, aber er bleibt da ausgesprochen diskret. Zu Ihrer rechten Seite hier die nächste Frage. Eine ganz zarte Frage. Wir sind hier mit Fontane sehr beschäftigt. Ich wollte fragen, wie ist die Rezeption von Fontane in Nachbarstaaten? Frankreich, französische Literatur, italienische, englische, slawische. Das würde ich gerne vielleicht ahnen. Es gibt viele Übersetzungen, auch ins Französische, ins Italienische, vor allen Dingen ins Englische. Das liegt auch immer daran, es gab sogar auch in Australien einen Germanisten, der, das war Christian Grave, der dort sehr, sehr lange Professor war. Liegt daran, dass viele dann so in den 50er, 60er Jahren ausgewandert sind, viele deutsche Germanisten, die dann eben im Ausland entsprechende Lehrstühle innehatten und dann dort eben auch Fontane gelehrt haben. Aber insgesamt ist es so, dass es, also ich würde sagen, vom Gefühl her jetzt eher, dass Fontane jetzt nicht so wie Goethe oder wie andere oder wie Shakespeare oder andere Schriftsteller wirklich im Ausland auch so rezipiert werden wie jetzt in Deutschland. Vielleicht liegt es auch daran, also wenn Sie sich an Jenny Treibel oder auch an den Stechlin erinnern, das sind ja auch, man benötigt da wirklich ein extrem historisches Wissen auch. Das ist auch für jüngere Menschen heute sehr schwierig, gerade auch den Tischgesprächen zu folgen, wo ja doch immer politische, aktuelle oder vergangene Ereignisse thematisiert werden, Nachgespräche stattfinden. Das geht sehr ins Detail. Das würde dann auch eine kommentierte Übersetzung sicherlich erforderlich machen, damit man das auch im Ausland entsprechend rezipieren kann.
Ja, also ich meine, auch generell ist es meiner Einschätzung nach so, dass deutschsprachige Realismus eigentlich nicht wirklich in großer Breite wahrgenommen wird. Also was aus der deutschen Literatur wahrgenommen wird, das ist jetzt natürlich die Klassik und zum Teil die Romantik und in der Moderne dann Autoren wie Kafka und Thomas Mann und so, aber der deutsche Realismus ist irgendwie eine Lücke. Und wir dürfen uns eigentlich auch darüber nicht wundern, weil der deutsche Realismus wird auch in Deutschland bedingt wahrgenommen. Er hatte lange Zeit einen schlechten Ruf und eigentlich muss man sagen, dass die Forschung erst seit 30 Jahren anfängt, diese Texte auch gegen den Strich zu lesen. Also man muss sagen, dass also die Lektüre unter heimatkundlichen Aspekten war bei Stifter, bei Storm und so weiter, bei Keller war extrem ausgeprägt. Ja? Und erst seit 30 Jahren fängt man an, diese Texte wirklich ernst zu nehmen. Und ich kenne auch viele, auch Kollegen, die den deutschsprachigen Realismus nicht so richtig ernst nehmen, weil der ist irgendwie unzeitgemäß, da kommt die Moderne nicht vor, da kommen keine Industrialisierungsprozesse und zwar aus programmatischen Gründen kommen die nicht vor. Also Adalbert Stifter schreibt an seinen Verleger Heckelnast, Dampfbahnen und Fabriken haben in der schönen Literatur nichts zu suchen. Ja? Und so, das ist eigentlich eine Hauptlinie durch die realistische Literatur. Und deswegen wirkt sie also neben Autoren wie Zola oder auch Balzac oder den Russen in mancher Hinsicht ein bisschen antiquiert auf den ersten Blick. Ja? Und das hat ihr eben in den Nachbarländern nicht genützt. Wobei ich eben bei meinen Recherchen ganz interessant fand, festzustellen, dass es viele Historiker gibt, die gerne Fontane gelesen haben, um etwas über diese Zeit zu erfahren. Sie haben sich das also ausdrücklich empfohlen, weitergegeben. Ich zitiere mehrfach den britischen Historiker Craig, der ein großer Fan war von Fontane, auch über Fontane eine Biografie geschrieben hat und sehr interessante Beobachtungen gemacht hat. Und das ist natürlich nochmal was ganz anderes, wenn uns ein Brite sagt, wie faszinierend dieser Autor war und aus welchen Gründen. Wir wechseln die Seite und sind jetzt ganz links. Aber vielleicht kommen Sie ein bisschen zu mir, damit die Protagonisten Sie auch sehen. Ist das in Ordnung, ausnahmsweise? Dass es auch Blickkontakt gibt. Bitte schön. Hallo, guten Abend. Ich habe eine Frage. Das ist merkwürdig, Sie zu hören. Weniger in Bezug auf Fontane, sondern eine Frage nach Ihrer Meinung über den Wandel der Idee der idealen Liebe und der Liebesheirat im Zuge der Zeit, wenn wir uns Beziehungen heute anschauen. Es kann meinem jungen Lebensalter geschuldet sein, aber ich habe den Eindruck, dass sich nicht so viel verändert hat. Bei Fontane sprechen Sie von der idealen Liebe abseits der Gesellschaft, außerhalb der Gesellschaft und somit nicht wirklich existierfähig. Betrachtet man Beziehungen heute, je höher die gesellschaftliche Schicht, je höher der Bildungsstand, je wohlhabender eine Familie, desto mehr ist auch die Partnerwahl an gewisse Konditionen gebunden. Und es ist doch unrealistisch zu glauben, dass heutzutage alle Barrieren überwunden werden. Man sucht doch immer noch den Partner passend zum gesellschaftlichen Stand aus, passend zum Bildungsstand aus. Es wird trotzdem seitens der Familie gesagt, überlegst dir, um mal ein drastisches Beispiel zu bringen, ob du jetzt den Fabrikarbeiter oder doch den studierten Mann nimmst. Genau, ob heutzutage die Idee der idealen Liebe möglich ist innerhalb der Gesellschaft. Oh Gott. Also um Sie vielleicht zu erfreuen, darüber habe ich ein dickes Buch geschrieben, dem können Sie das alles detailliert nachlesen. Also es gibt natürlich auch heute noch Gruppierungen, wo das sehr, sehr streng verfolgt und wo darauf sehr groß, sehr genau Acht gegeben wird, aber es gibt eben auch unendlich viele Beziehungen, die ganz ohne jegliche Schranken und Einschränkungen zustande kommen und ich würde einfach sagen, im Vergleich zu Fontane, wo Professor Begemann ja vorhin gesagt hat, dass das alles immer so traurig endet, da würde ich doch sagen, das 20. Jahrhundert endet ein bisschen fröhlicher. Aber es endet. Ja, haben wir noch was? Wunderbar.
Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank an die Protagonisten, hervorragender Abend. Eine Frage blieb für mich unbeantwortet, nämlich diejenige, die nach der Lieblingslektüre von Fontane gefragt hat. Das würde mich vielleicht zum Abschluss noch interessieren. Also welche Empfehlungen hätten Sie denn? Also was Sie von Fontane lesen sollen? Also ich würde sagen, aus meiner Sicht relativ klar Irrungen, Wirrungen, Frau Jenny Treibel, Effi Briest, der Stichlin. Und dann gibt es natürlich noch, also Pockenpools finde ich auch klasse, ja, aber also jetzt rollen wir die Liste von hinten auf. Aber also ich möchte drei Titel nennen, also Mathilde Möhring auf jeden Fall, das fände ich auch ein Muss für die Schule. Also wenn welche noch ins Lehramt gehen wollen, ich habe selbst auch vor der Oberstufe dort schon Unterrichtseinheiten gemacht. Das zweite, den Sammelband von Vor und nach der Reise. Das ist ein Reisewerk, kleine Reiseessays über den Tourismus, damals aufkommenden Massentourismus zum Beispiel, über Stadtspaziergänge durch Berlin, über Sommerfrischen in Schlesien beispielsweise. Und versuchen Sie es doch mal mit den Wanderungen durch die Mark Brandenburg. Dort gibt es viele Frauenporträts, auch jenseits der Männerdomäne. Und wir haben jetzt auch gerade ein kleines neues Buch dazu veröffentlicht. Also nicht, also ich würde einfach plädieren, auch mal andere Seiten von Fontane zu lesen und jetzt nicht nur sich auf die bekannten Effi Briest und Irrungen-Wirrungen-Texte zu versteifen. Also ich empfehle den Ehebriefwechsel. Ja, ich finde auch Irrungen und Wirrungen einen ganz wunderbaren Roman, weil er so resignativ, zart endet. Denn die beiden bekommen eben nicht ihre große Liebe, sie heiraten. Und ich meine, die Pointe der Geschichte ist doch, dass sie gar nicht unglücklich werden mit diesen anderen Partnern. Aber eben auch nicht wirklich glücklich. Und wie dann die Hauptfigur eines Tages die alten Liebesbriefe verbrennt und er steht am Ofen und sieht, wie sie alle zu Asche zerfallen und nichts mehr davon ist übrig und er sagt sich dann, alles verbrannt und trotzdem gebunden. Also er weiß, dass er nie loskommen wird von dieser Erinnerung. Und im Vergleich und vielleicht als Vorzug gegenüber den Wanderungen durch die Mark Brandenburg ist Irrungen und Wirrungen ein ganz kurzer Text. Ja, das ist ja praktisch ein... Sie haben mir praktisch die Pointe gestohlen und den Schlussakkord gesetzt. Wenn jetzt keiner mehr unbedingt im großen Plenum eine Frage hat, dann lade ich Sie natürlich ein, auch im informellen Teil noch die eine oder andere Frage oder einen Gedanken mitzuteilen. Ich bin sicher, die Protagonisten haben noch ein bisschen Zeit mitgebracht. Das Angebot zu signieren gilt für zwei Werke, Christine von Brühls Werk, gerade dadurch sind sie mir lieb, und ein Buch, das eben auch schon Erwähnung fand, Theodor Fontane, Wundersame Frauen, das herausgegeben wurde von Frau Gabriele Radeke und Herrn Robert Rau. Da hinten ist der Büchertisch. Unsere Kellner werden Sie da gerne auch mal reinschauen lassen. Und ich habe es zu meiner Schande, muss ich gestehen, dass es aus welchen Gründen auch immer nicht gelungen ist, auch ein Werk, in dem Herr Professor Wegemann mitgewirkt hat, hier auf dem Büchertisch zu haben. Ich habe die schriftliche Zusage letzte Woche vom Verlag bekommen. Es ist nicht gekommen. Und einfach auch aus Gerechtigkeitsgründen würde ich Sie bitten, wenn Sie an dem auch erwähnten wunderbaren Aufsatz zu Effi Briest, den Herr Professor Wegemann in diesem Werk geschrieben hat, interessiert sind, was ich Ihnen sehr empfehle, dann bitte entweder mir eine Visitenkarte geben oder eine E-Mail-Adresse auf eine Serviette schreiben. Dann schicken wir Ihnen da den Link, dass da auch in dieser Beziehung Gleichberechtigung und Modernität herrscht, sozusagen. Ja, ich will noch ganz kurz, das hatte ich in der Einleitung vergessen, erwähnen, dass wir praktisch ein Jahr nach dem Todestag von Tanis hier, genau hier, den ersten Bayerischen Frauentag etablieren durften. Ich nehme das für mich in Anspruch, habe natürlich gar nichts damit zu tun, aber dieser historische Bezug, den finde ich wunderbar, da ging es um Rechte von Kellnerinnen, es ging um Mädchengymnasien und da war Bayern tatsächlich relativ weit vorne damals und das haben wir am 21. Oktober gefeiert mit der Bundeszentrale für politische Bildung und diesen Bezug, den haben wir eben im ganzen Programm durchgezogen, Frauen und Utopien, und deswegen bin ich ja Christian
Gurke auch so dankbar, dass er mit diesem Programmvorschlag heute Abend, der so wunderbar funktioniert hat, mit Ihnen allen uns bereichert hat. Ja, ich nehme das Privileg raus, noch eine Frage zu stellen. Und zwar, meine Affinität zu Frankreich, jetzt bin ich auch dankbar für Ihre Frage, wer die romantische Liebesbeziehung des Ehepaars Macron eine typische Fallgeschichte, an der sich Fontane laben würde? Das werden wir nur durch eine spiritistische Seance herausbekommen. Also ich meine, das hätte den Konventionen des 19. Jahrhunderts natürlich ins Gesicht geschlagen. Der Ehemann muss dominant sein, auch altersmäßig. Also das Gefälle funktioniert eigentlich zunächst mal nur in diese Richtung. Aber ich weiß nicht, vielleicht doch. Vielleicht wäre es etwas zu aktuell gewesen. Also Fontanes Protagonisten waren dann wirklich, lag einige Jahre zurück. Vielleicht hätte er dann noch ein bisschen warten müssen. Alles klar, herzlichen Dank für diesen Beitrag. Ja. Sie sind so wunderbar reaktiv, der große Schlussakkord war für gleich geplant, aber das holen wir dann gleich nochmal nach. Büchertisch habe ich erwähnt, für alle, die diese unglaublich wahnsinnig tollen, dichten Argumente nochmal nachhören wollen, Einverständnis von Ihnen vorausgesetzt, würden wir den heutigen Abend auf YouTube in unseren Kanal Leupold stellen, weil da sicher viele Elemente drin waren, auch Lesetipps, dass man die Priorisierung vielleicht auch da nochmal nachvollziehen kann. Diese Einladung schon vorweg. Ja, und dann noch zwei kurze Hinweise zu den nächsten Veranstaltungen. 20.11. wieder hier Hans-Jochen Vogel und unser Bürgermeister, Oberbürgermeister Dieter Reiter diskutieren zu einem Werk, zu einem Thema, das Hans-Jochen Vogel schon seit über 50 Jahren beschäftigt. Der Bodenwert, eine gerechtere Bewertung der Bodenwerte und wie man die teuren Mieten vielleicht doch noch irgendwie in den Griff bekommen kann. Und Hans-Jochen Vogel hat versprochen, dass er kommt mit einem kleinen Bemol, dass wenn es ihm an dem Tag nicht so gut geht, dann machen wir eine Live-Schalte. Dieter Reiter kommt und ich lade Sie hier ein, vor allem deshalb, weil die CSU nervös ist und mich kontaktiert hat und gefragt hat, wie kann man denn so ein aktuelles Thema, das so hochbrisant im Kommunalwahlkampf ist, allein den Sozis überlassen. Fand ich total spannend, das hat mich geehrt und deswegen machen wir das jetzt recht. Aber damit Sie nicht irgendwie mir da jetzt irgendwie parteipolitische Richtungen zuweisen, zuschreiben, wenn Sie das Programm sich anschauen von Gysi über Habeck, der am 9.3. kommt, es sind alle vertreten, auch AfD Protagonisten hatten wir schon hier und insofern kommen Sie am 20.11., wenn Sie nicht da sind, schauen Sie es danach auf unserem Kanal an. Und eine Veranstaltung, die nicht drinsteht, die wir in der Zwischenzeit nach dem Druck uns erarbeitet haben, am 21. Tag drauf geht es um Europas Institutionen und da haben wir ein Bürgerforum mit allen bayerischen Pro-Europa-Organisationen, die hier eine lebhafte Diskussion mit den mündigen Bürgern Europas organisieren. Kommen Sie zahlreich, wenn Sie wollen. Ich hoffe, Sie haben die Listen bekommen. Errand die Listen. Aber wunderbar. Wenn Sie wollen, informieren Sie sich gerne nur einmal im Monat. Öfter belästigen wir Sie nicht. Und ich schließe nicht mit einem Fontane-Zitat, weil ich da nicht firn genug bin, aber mit einem Thomas Bernhard Wort, das vorgestern Josef Hader ausgepackt hat und das hier wunderbar herpasst. Ich hoffe, ich habe Sie zur Kaffeehausaufsuchtkrankheit andersrum. Ich hoffe, ich habe Sie angesteckt mit der Kaffeehausaufsuchtkrankheit. Die hatte nämlich Thomas Bernhard und das war das Schlusswort. Herzlichen Dank und vor allem
den Vieren.